Kommen wir mal auf die Hyperinflation zu sprechen. Wie genau wirkt die sich vor allem auf den Alltag der Menschen aus? Die wirkt sich vor allen Dingen dadurch aus, dass natürlich die ganzen Händler Waren zurückhalten, dass sie versuchen, auf dem Schwarzmarkt die Waren zu verkaufen, weil es eben für bestimmte, also für die Grundnahrungsmittel und für viele Grundprodukte oder Produkte des Grundbedarfs festgelegte Preise gibt und um das zu umgehen. Und das heißt, dass eben sozusagen für die Normalbevölkerung, die in der Landeswährung in Bolivar verdient, einerseits ist es ein unglaubliches Martyrium, ist, die ganzen Sachen zu finden, Lebensmittel und Grundbedarfsgüter etc. Und B, dann stundenlang dafür anstehen müssen und C, dass auch eben für sie sehr teuer ist. Während, wenn man in Dollar verdient, dann kann man die ja jederzeit in Bolivar tauschen und die Reichen erleben sozusagen ein Festmahl, weil im Prinzip sind alle Waren da. Es geht nur darum, sie sozusagen zu bezahlen eben. Und das von daher gibt es von der Regierung zwar immer wieder auch Aktionen, dass im größeren Umfang geschmuggelte und gehortete und sonst wie übergepreiste Waren beschlagnahmt und günstig verkauft werden wieder. Das reicht aber halt eben bei Weitem nicht aus, um die Versorgungsprobleme zu lösen. Die Situation hat sich in den letzten 2-3 Monaten geringfügig verbessert, aber es ist nach wie vor eine sehr, sehr schwierige Situation. Und es treffen halt mehrere Elemente zusammen. Also von meiner Ansicht nach Fehlern der Regierung über einen gezielten Angriff auf Venezuelas Finanzen und Währung, als auch massive Wirtschaftssabotage, als auch eben weiterhin militärische Operationen von rechten Paramilitärs, also die zum Beispiel Stromumspannwerke in die Luft sprengen oder anderes. Das heißt, es kommt ein ganzer Haufen Faktoren zusammen, die eben diese Situation zuspitzen. Und eben auch nicht zu vergessen, Venezuela ist nach wie vor im Wesentlichen abhängig von den Erdölexporten und der Erdölpreis ist ja zusammengekracht von über 100 Dollar das Barrel auf 30 und dann jetzt langsam steigt es wieder, aber es ist eben für Venezuela, wo der große Teil der Einnahmen da rauskommt, war das eben ein schwerer Schlag. Du hast es eben schon angedeutet, dass die Reaktion der Regierung zumindest nicht ausreichend war. Aber wie hat denn die Regierung nun genau reagiert? Was wurden für Maßnahmen getroffen? Nun, zunächst mal muss man sagen, dass die, und das ist etwas, was die Bevölkerung, auch viele Chavez-Anhänger, also der Maduro oder der Maduro-Regierung vorwerfen, ist, dass während Chavez die Sachen immer frontal angegangen ist und auch kein Blatt vor den Mund genommen hat und in den Krisen, die es unter Chavez gab, auch wirtschaftlichen Krisen, er ganz klar dann immer verkündet hat, okay, wir sind mitten in einer Krise, das und das sind die Folgen, wir müssen jetzt irgendwie den Gürtel enger schnallen etc., wir müssen jetzt das und das machen, hat die Regierung Maduro erstmal sehr lange die Krise geleugnet, dass sie überhaupt irgendwie sozusagen existiert. Im Anschluss daran denke ich, dass halt eben es wurde versucht von der Regierung Maduro, die Versorgungssituation, die überhöhten Preise, die Produktionssituation mit immer wieder neuen Gesprächen und Abkommen mit der Privatindustrie zu lösen. Das Problem ist, die Privatindustrie ist genau das Problem in dieser ganzen Sache und dort liegt auch die wesentliche Verantwortung für diese, sagen wir mal, lang anhaltende Krise im Endeffekt, weil oder auf lange Dauer gesehen, denn niemand mit Geld will sozusagen in Venezuela oder von der nationalen Bourgeoisie in Venezuela tatsächlich produktiv investieren, weil das Geschäft einfach wesentlich größer ist, den Staat zu betrügen, mit falschen Papieren Dollar zu verlangen zum günstigen Wechselkurs und mit falschen Papieren eben nicht existierende Importe vorzunehmen oder schlichtweg einfach Sachen tatsächlich zu importieren und dann unter der Hand zu überhöhten Preisen zu verkaufen. Das heißt, es gibt diese ständigen Versuche immer wieder mit der Privatindustrie da zu einer Lösung zu kommen, sind meiner Ansicht nach von vornherein zum Scheitern verurteilt gewesen. Während wiederum die Regierung selbst in vielen Bereichen nicht in der Lage gewesen ist, eine produktive Industrie so zu entwickeln, wie sie das selbst eigentlich vorhatte und verkündet hat. Zusätzlich weitere Maßnahmen, war jetzt eine zur, also das Problem halt mit der Inflation, wurden neue Geldscheine gedruckt und dann relativ überraschend angekündigt, dass die 100 Bolivarscheine vollständig aus Verkehr gezogen werden und es wurde die Grenze
nach Kolumbien zugemacht, was tatsächlich dann auch gezeigt hat, dass dieser Angriff auf die Währung organisiert ist, in dem natürlich wirklich in Kolumbien Tonnen von 100 Bolivarscheinen einfach gehortet und gelagert wurden. Also die Idee dahinter war, eben sozusagen mit einer Geldknappheit erst weitere Geldproduktion zu erzwingen und dann sozusagen das Ganze immer wieder auf den Markt zu werfen, um dann wiederum den Markt mit Geld zu fluten, ohne entsprechende Warenproduktion zu haben, was eben dann Inflation erzeugt. Aber all diese Maßnahmen sind nicht ausreichend. Also im Prinzip, also die linke Kritik an dem Ganzen ist, also abgesehen davon, dass die Regierung sozusagen, das tut sie zwar mittlerweile, aber viel zu spät, offen die Krise anerkennt, aber eben, dass auch gefordert wird, dass eine strenge Kontrolle des Devisenumtauschs stattfindet, dass eben nicht weiter Milliarden an die Privaten gehen, die in den letzten 20 Jahren eigentlich konsequent gezeigt haben, dass sie kein Interesse an der Entwicklung haben. Und es ist ja auch historisch nichts Neues. Also es gibt keine einzige historische Situation, in der Kapitalisten in der Lage gewesen wären, irgendwas zu entwickeln. Also deswegen wurde ja auch in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg alles verstaatlicht. Also von Zügen über Autofabriken, über Banken etc. Und das ist eigentlich in jedem Anführungsstrichen industriellen Entwicklungsprozess gab es ein Eingreifen des Staates. Das Kapital ist nicht in der Lage zu entwickeln. Wenn es in so einer Krisensituation ist, dann spekuliert es, weil es mehr Geld einbringt, als zu produzieren. Das heißt, das ist die Kritik. Weitere Kritik an Maduro ist, dass kaum nach außen erklärt wird, was eigentlich die Strategie ist. Also es ist sehr vielen Leuten völlig unklar, was die Regierung eigentlich vorhat. Und das war ist auch ein Unterschied zu Chavez, der immer stark das kommuniziert hatte. Und ein großer Stein des Anstoßes für alle ist, dass Nicolas Maduro, die Regierung, Verträge unterschrieben hat mit verschiedenen Bergbauunternehmen, um faktisch im Südosten des Landes, in den Urwaldgebieten, riesigen Urwaldgebieten von Venezuela. Venezuela ist das Land mit der bisher in Lateinamerika größten Fläche prozentual zur Landesfläche unter Naturschutz, dass dort eben Bergbauunternehmen jetzt nach verschiedensten Ressourcen graben, suchen und so weiter können. Das ist in sehr starker Kritik, auch von vielen aus der chavistischen Basis und verschiedenen Basisorganisationen. Und das und verschiedene andere Schritte werden schon von vielen als ein Affront gegen eigentlich die ursprünglichen Vorhaben von Chavez gesehen. Eine Folge davon ist, dass sich auch das sozusagen immer chavistische Spektrum einerseits ja starken Spannungen untersteht und andererseits auch zum Teil schon gespalten hat. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe Minister, Ex-Minister, die sich ganz klar in Opposition zu Maduro positionieren. Es gibt Maria Socialista als eine linke Strömung, die vorher Teil der PSU war und jetzt eigenständig, die sich dagegen positioniert hat. Aber auch viele chavistische kleine Parteien und Basisorganisationen haben sich immer wieder sehr kritisch positioniert. Und es gibt eben, was vielleicht sogar noch viel, viel weiter verbreitet ist, ist, dass es in der Basis sozusagen viele gibt, die mit Maduro und dem Regierungsstil sehr kritisch oder sehr unzufrieden sind, aber sich eben darauf konzentrieren, tatsächlich selbst was zu machen. Also sprich, die verschiedenen Kommunas und teilweise auch die besetzten Fabriken oder Neubesetzungen, die es auch gibt, wo eben die Basis einfach direkt an der Regierung vorbei versucht, sozusagen eine Vertiefung des Transformationsprozesses zu erzwingen und gleichzeitig eben konkrete Probleme zu lösen. Letztes Beispiel hat die Bevölkerung von einer ländlichen Kommuna erst letzte Woche ein brachliegendes, großes Landgut von einem Regierungspolitiker, von einem PSU-Politiker, also nicht von der Regierung, aber aus der Landesregierung, der selbst eben dieses Landbesitzer war oder das Land angeblich und auch Gelder bekommen hat, um sozusagen das produktiv zu gestalten und dann irgendwas gemacht hat. Und das ist jetzt von der Basis dann besetzt worden und direkt mit Aussaat begonnen worden und verkündet worden, dass es eben von ihm bebaut ist. Genau diese eigenständige Politik der Basis, wie du es jetzt genannt hast, das ist ja auch Thema deines Buches, was du vor kurzem veröffentlicht hast unter dem Titel Communes and Workers Control in Venezuela. Ja, da wird eben aufgezeigt, wie Arbeiter, Arbeitende und Bauern in den städtischen Gemeinden jetzt im 21. Jahrhundert, also ganz aktuell, die Politik ja von unten formen, mit Beispielen wie das, was du eben schon aufgeführt hast. Vielleicht kannst du ganz kurz abschließend sagen, welche Potenziale du da konkret drin siehst, gerade in solchen Krisenzeiten, wie sie jetzt gerade in Venezuela herrschen. Gut, also zum einen ist zu sagen, dass eben diese, also das ist der
der große Unterschied und großer Vorteil des venezolanischen Prozesses im Vergleich zu anderen revolutionären Transformationsprozessen oder Transformationsprozessen mit revolutionärem Anspruch ist, dass die Basis tatsächlich zum Großteil immer unabhängig gewesen ist und ist, also nie sozusagen strukturell an die Regierung oder an die Regierungsparteien direkt angebunden, ein Großteil. Das gibt ihnen natürlich viel mehr Manövriermöglichkeiten jetzt. In dem Buch geht es letztendlich um die Phase zwischen, ja, seit der, also es wird historisch erklärt, wie es irgendwie zu dieser eher undogmatischen Linken in Venezuela kommt, aber gleichzeitig konzentriert sich das dann eben auf die Beschreibung zwischen 1998 und 2012, 13, also bis zum Tod von Chavez ungefähr, was da an lokalen Selbstverwaltungsstrukturen, also sprich die kommunalen Räte und Kommunas, aufgebaut wurde, wie die funktionieren, was die so machen, was die theoretischen Belegungen dahinter sind, was die konkreten Erfahrungen sind und das Gleiche eben nochmal für Arbeiter und Arbeiterinnen, die ihre Betriebe übernommen haben, beziehungsweise in auch staatlichen Betrieben Kämpfe um Arbeiterkontrolle führen. Das zeigt sich jetzt in der Situation der Krise eben, dass halt tatsächlich die Struktur der Kommunas eine der wenigen Strukturen ist, die jetzt tatsächlich einspringen können, die produzieren, die eigene Vertriebswege haben, die eben nicht in Überpreis, teure Preise verfallen oder Korruption etc. Das heißt, das, was jetzt gerade in Venezuela viele Leute noch ein tägliches Essen und Überleben und etc. ermöglicht, sind tatsächlich diese Selbstorganisationsstrukturen, die Selbstverwaltung, Eigenproduktion, landwirtschaftliche Produktion und die Verbindungen, die zwischen diesen sind. Dazu zu sagen, also die kommunalen Räte sind sozusagen der kleinste lokale Organisierungspunkt, das sind 150 bis 400 Familien in der Stadt und auf dem Land weniger. Es gibt 44.000 solche lokale Räte etwa in Venezuela und Kommunas ist sozusagen ein Zusammenschluss aus mehreren lokalen Räten und anderen Basisorganisationen, die dort präsent sind. Die können auch auf höherer Ebene sozusagen über Projekte entscheiden. Die Entscheidungen sind aber alle dann auf direkter Demokratie und der Zusage der Räte, der Basisgesetz der kommunalen Räte beruht. Kommunas gibt es über 1500 mittlerweile. Und das ist sozusagen die Struktur, die jenseits der repräsentativen Struktur, jenseits der ja, der Fehlleitung, die mittlerweile die Regierungspartei oder Regierungsparteien auch genommen haben, aus der auch jetzt in der Regierung unter Maduro eigentlich in den letzten zwei Jahren nach und nach auch alle linken oder eindeutig linken und linksradikalen mehr oder weniger rausgesäubert wurden. Und das ist halt eben, also in den Kommunas ist dieser Prozess der Transformation immer noch weiter vorangetrieben.